Und Hamburg baut ja fleißig auf, hat schon viel gemacht in den vergangenen Jahren, liegt dort im Bundesschnitt auch sehr weit vorne, hat stark steigende Zulassungszahlen. Und Christoph Steinkamp, der jetzt schon zugeschaltet ist, moin, sagt man, glaube ich, moin, bei moin. Euch, war fast 7 Jahre Projektleiter Elektromobilität bei der High Solutions, ist inzwischen zusammen mit Peter Lindler Geschäftsführer und wird uns heute mal so einen Überblick geben, wie es in Hamburg gerade läuft. Vielleicht, Sie haben die Diskussion mitbekommen, auch den kleinen oder eine andere Einordnung Ihrerseits auf die Themen, die da politisch gerade laufen. Und damit übergebe ich an Sie, bevor wir dann im Anschluss in die Podiumsdiskussion einsteigen. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Peter Schwierz. Aus dem Norden etwas Abkühlung, das machen wir natürlich sehr gerne. Bei uns läuft der Ladeinfrastrukturaufbau ja auch schon etwas länger, gestartet 2009 und so wirklich seit 2014 dann in den Hochlauf gekommen. Und deswegen beschäftigen wir uns mit diesem Thema auch schon eine ganze Zeit. Und sind hier auch im Austausch natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen der nationalen Leitstelle, mit auch allen Marktteilnehmern, wie das denn weitergehen soll. Die Frage war ja, die große Überschrift für die Konferenz hier, Quo Vadis Elektromobilität, wie geht's weiter in 2021? Ich habe trotzdem auf der ersten Folie mal einen kleinen Rückblick auf 2020 gemacht, weil das uns auch, glaube ich, hilft, nochmal einzuordnen, ein paar der Statements, die wir heute schon gehört haben aus der Branche. Klar, der Chart auf der rechten Seite, der wird Sie alle nicht überraschen. Den Hochlauf, den sehen wir an den Zulassungszahlen. Den Hochlauf sehen wir auch hier bei uns an der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Hamburg. Wir hatten die Corona-Delle im April, im März und dann ging es eigentlich stetig aufwärts. Und wir gehen auch davon aus, dass das so jetzt weitergeht in den nächsten Monaten. Wo ich aber sagen muss, wir haben vorhin gehört von dem Timo Silober, die öffentliche Ladeinfrastruktur, die AC-Lader, die lohnen sich nicht wirklich, da kann man nicht wirklich einen großen Erlös machen. Wir sehen das ein bisschen anders bei uns in Hamburg. Klar, auch wir müssen sagen, momentan ist die Wirtschaftlichkeits, der Break-Even-Punkt noch nicht erreicht, aber wir haben doch höhere durchschnittliche Lademengen, die übertragen werden hier, als wir vorhin gehört haben. Und klar ist auch, im DC-Fall geht es nochmal mehr nach oben. Wir müssen auch sagen, es gibt einzelne Ladestationen, die lassen sich jetzt schon wirtschaftlich betreiben. Ich habe ja mal das Beispiel gemacht, 8,4 Ladevorgänge pro Tag. Da muss man auch sagen, das ist eine AC-Ladestation, die sich nicht im Stadtzentrum, sondern eher in einem Subzentrum am Stadtrand befindet. Und auch da muss man halt einfach schlau überlegen, wo werden die Ladestationen platziert. Und da möchte ich den Timo Silber recht geben. Einkaufen ist ein guter Anwendungsfall, wo man sicherlich Ladestationen aufstellen kann, wo sich auch die Aufenthaltsqualität während des Ladens dann ergibt für den Kunden. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben es vorhin schon gehört, die Zulassungszahlen zeigen einen deutlichen Trend. Wir sind endlich jetzt alle in der Exponentialkurve angekommen bei den Neuzulassungen bei E-Fahrzeugen. Wir merken natürlich in Hamburg, im urbanen Raum, ist das momentan auch noch ein bisschen steiler. Da sind wir ganz froh. Wir haben Zahlen im Vergleich E-Pkw zu den Gesamt-Pkws liegen wir in Hamburg so ungefähr 50% über dem Bundesschnitt. Klar, als urbaner Raum ist das so, auch deswegen natürlich, weil wir da schon früh eingestiegen sind, das Henne-Ei-Problem, vorhin war es nochmal erwähnt worden, zu lösen. Aber wir merken auch, wir kriegen jetzt mehr Druck auf die öffentliche Ladeinfrastruktur. Momentan läuft das alles noch gut. Wir haben ungefähr 1000 Ladepunkte städtisch betrieben, knappe 200 weitere Ladepunkte, die private Betreiber hier in Hamburg aufgebaut haben. Aber das wird zunehmen, die Auslastung. Und neben den Zulassungszahlen, die über alle Gruppen, private wie gewerbliche Betreiber steigen, haben natürlich wir auch weitere Nutzergruppen, die jetzt dazukommen oder die aufwachsend sind. Wir haben elektrisches Carsharing in Hamburg. Es kommen auch weitere nach Hamburg mit elektrischem Carsharing, die ganz explizit die öffentliche Ladeinfrastruktur nutzen. Und wir möchten auch, das ist unser Antrieb, das ist quasi unser Ziel für 2021, jetzt einen ordentlichen Aufschlag mit unserer Taxibranche wagen, um da auch diese Vielfahrer, ein Hamburger Taxi fährt ungefähr 63.000 Kilometer im Jahr, die jetzt umstellen, um da zu sagen,
das ist ein Hebel, wo wir auch etwas für die Luftreinhaltung tun können. Und das ist ganz klar, da brauchen wir dann weitere Ladestationen, da kriegen wir ordentlich Druck drauf. Deswegen planen wir auch den weiteren Ausbau in Hamburg. Ich hatte es gesagt, wir sind bei ungefähr 1000 Ladepunkten städtisch betrieben, knapp 200 weiteren. Die Stadt hat sich jetzt erstmal vorgenommen, um die beiden Nutzergruppen, die ich eben schon erwähnt habe, zu bedienen. Wir brauchen für die exklusive Ladestationen. Johannes Palasch hat es vorhin auch schon gesagt, der Anwendungsfall Carsharing ist ein ganz spezifischer. Und da bin ich umso froher, dass wir da auch im Austausch mit der Nationalen Leitstelle gehört wurden, dass wir da auch nicht durch verschiedene Scharniere rutschen bei der Förderung, sondern dass das jetzt mitgedacht wird. Die Kommune Hamburg baut hier Ladestationen auf, exklusiv für Carsharing-Anbieter. Wir haben hier bei uns in Hamburg, heißt das Switch, da wird an ÖPNV-Stationen werden Parkplätze für Carshare aufgebaut, da kann man ein Leihrad anmieten, also zwischen den verschiedenen Transport-Modes wechseln. Und das ist etwas, was wir jetzt auch weiter elektrifizieren werden in diesem Jahr und in den darauffolgenden Jahren. Zugleich wollen wir auch Ladeinfrastruktur für Taxis aufbauen, denn auch die Klientel fragt natürlich nach eine Ladeinfrastruktur, an der sie sicher laden können. Aber was auch ganz wichtig ist, neben der ganzen öffentlichen Ladeinfrastruktur, die ausgebaut wird, ist die Ladeinfrastruktur auf privatem Grund. Da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Was planen wir bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur? Unser Koalitionsvertrag sieht vor, über die nächsten Jahre 200 städtisch finanzierte Ladepunkte pro Jahr auszubauen. Ich glaube, wir sind uns alle im Klaren, wenn wir die Neuzulassungszahlen sehen, das wird nicht unbedingt reichen. Also wir brauchen auch private Investoren, die jetzt verstärkt nach Hamburg kommen. Hamburg wurde ja immer so ein bisschen in der Branche wahrgenommen, ja, die machen da so ihr Ding. Das ist alles städtisch finanziert und da brauchen wir als privater Investor gar nicht hin. Das war nie unsere Absicht, das war immer falsch. Und wir merken jetzt auch, dass die Branche sich doch wieder in unsere Richtung orientiert und wir empfangen sie auch mit offenen Armen, das müssen wir sagen. Wir möchten also ganz explizit auch private Betreiber aufrufen, nehmen Sie Kontakt auf, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Das Hamburger Modell wird weiterentwickelt werden. Auch Hamburg, Johannes Palasch hat es eben gesagt, er möchte nach 2030 mal was anderes machen. Die Hamburger möchten nicht bis 2030 ihre eigene Ladeinfrastruktur finanzieren aus dem Stadtsäckel, sondern das soll auch vorher schon an private Betreiber übergeben werden. In welcher Form, da schauen wir dann nochmal. Weil es vorhin auch schon so einige Male angesprochen wurde, wir haben das AC-Laden. Wir haben in Hamburg 65 DC-Lader, 50 kW, aber wir bauen jetzt auch HPC-Lader auf. Auch im urbanen Raum sehen wir dafür einen Anwendungsfall. Da sollten wir was tun. Allerdings, und jetzt muss ich hier als Erster auch mal so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es wird nicht so sein, dass im öffentlichen Raum unendlich Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Wir haben hier in Hamburg eine Debatte um die Gestaltung des öffentlichen Raums. Das haben wir nicht nur in Hamburg, das haben wir in anderen Städten auch. Der Platz für Stadtmöblierung ist begrenzt. Wir können nicht die Stadt zupflastern mit Ladestationen, sondern wir müssen schauen, dass wir sie schlau aufbauen, da wo es Sinn macht. Timo Sillow hatte vorhin schon gesagt, Supermarktparkplätze. Top, schlagen wir sofort ein. Da muss Ladeinfrastruktur hin, in dem halböffentlichen Raum, aber trotzdem öffentlich zugänglich. Das ist auch etwas, wo die Städte, gerade die stark urban verdichteten Städte, ein Interesse daran haben, dass das in den halböffentlichen Raum kommt. Die Stadt prüft da eigene Liegenschaften, aber auch private Liegenschaftsbetreiber müssen da mitwirken. Und ich habe es hier aufgenommen, insbesondere HPC-Hubs, die tollen Beispiele, die wir heute schon auf den Präsentationen gesehen haben, die sehen wir im halböffentlichen Raum. Und aber was ganz wichtig ist, wir sind als High Solutions seit 2-3 Jahren hier in Hamburg mit einem Projekt zugange, wo wir mit der Immobilienwirtschaft sprechen. Die Ladestation darf nicht vergessen werden. Das wird auch in Zukunft das Backbone sein der Elektromobilität. Wer sich ein E-Fahrzeug anschafft, der braucht die Sicherheit eines eigenen Ladepunkts, sei es bei sich zu Hause oder auch beim Arbeitgeber. Und deswegen müssen wir die Immobilienwirtschaft mitnehmen. Und die Immobilienwirtschaft, die ist noch nicht wirklich aufgewacht bei dem Thema, das muss man sagen. Da wird momentan noch aufs Geld geguckt und gesagt, ich kann das jetzt noch nicht betreiben, also investiere ich da nicht.
da reicht es nicht, dass wir da Fördermittel bereitstellen, sondern da bin ich überzeugt davon, da brauchen wir Regularien. Ich habe das GAIK unten auf die Folie mit aufgenommen, aber diese Quoten vom GAIK, da müssen wir in Hamburg sagen, das reicht auch nicht aus, das geht nicht weit genug. Wenn wir da wirklich einen Ausbau im privaten Bereich haben wollen, dann müssen wir die Immobilienwirtschaft stärker an Bord nehmen, entweder mit einer freundlichen Umarmung einer Förderung oder einer etwas unfreundlicheren Umarmung der Regulierung. Erneuerbare Mobilität. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich gieße ein bisschen Wasser in Wein, das mache ich auch hier. Wir haben hier in Hamburg seit letztem Jahr einen neuen Verkehrssenator. Und der ist, seine Behörde hat er genannt, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Und das ganz bewusst. Er hat nicht gesagt, ich nenne die Behörde Behörde für Verkehrswende und Mobilität, sondern die Wende muss in der Mobilität auftreten. Es reicht nicht, den Antrieb auszutauschen. Wir müssen uns auch Gedanken machen. Wir hatten es vorhin schon mal gehört durch den Markus Hackmann. Die CO2-Belastung ist natürlich im ÖPNV geringer, wenn sich viele Leute ein Fahrzeug teilen, als wenn jeder mit seinem eigenen PKW weiter durch die Stadt fährt. Da hilft es auch nicht, dass der lokal emissionsfrei ist, sondern wir müssen uns schon gerade im urbanen Raum, wo es die Möglichkeiten gibt, über Carsharing, über Ridesharing, über ÖPNV, den Ausbau von Radwegen, müssen wir uns Gedanken machen, wie wollen wir unsere Mobilität in Zukunft gestalten. Ich glaube, wir merken gerade alle, dass es auch mit etwas weniger Mobilität geht, auch wenn wir uns alle freuen, wenn wir wieder raus können. Aber gerade so Veranstaltungen wie heute gehen vielleicht auch mal digital, wenn wir es irgendwann noch mal hinkriegen, das Networking dann auch zu machen. Also, wir werden in Hamburg auch verstärkt in den nächsten Jahren darüber diskutieren, wie wir den Verkehr, die Mobilität umgestalten können und auch vielleicht weg vom Auto kriegen können. Und diese Diskussion wird nicht nur bei uns geführt, sondern bei vielen weiteren auch. Was wir aber trotzdem natürlich machen, der Verkehr, der bleibt, der motorisierte Individualverkehr, der wird umgestellt auf elektrischen Antrieb. Auf emissionsfreien Antrieb, wir hatten vorhin die Diskussion, Technologie offen, ja, nein. Wir haben, das wissen Sie schon lange, unsere Busbetreiber stellen um, werden 2030 komplett emissionsfrei sein. Bei den Anwendungsfällen ist es sicherlich sinnvoll, momentan sich noch nicht komplett auf eine Technologie festzulegen in diesem Schwerlastverkehr. Da ist es noch was anderes. Ich sehe es aber ähnlich wie die meisten, wo ich auch vorhin im Chat gesehen habe, der PKW-Verkehr, insbesondere der urbane, wird elektrisch durch Batterie betrieben sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz klar drauf zusteuern. Die Stadt hat sich klare Ziele gesetzt. Hier steht es auf der Folie 2030. Ich glaube, das wird auch nochmal überarbeitet, dass das nochmal ein bisschen früher kommt. Und klar ist, Carsharing, Ridesharing-Dienste werden in Hamburg zukünftig nur noch elektrisch betrieben werden. Umstellung des Taxigewerbes hatte ich schon genannt. Da streben wir bereiten da nicht nur ein Förderprojekt hier in Hamburg vor für die Umstellung des Taxigewerbes, sondern wir streben auch eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes an, gemeinsam mit anderen Bundesländern, dass es den Kommunen zukünftig erlaubt sein wird, Konzessionen im Taxigewerbe an die Antriebsart zu knüpfen. Das ist etwas, da reagieren, das ist unsere Art von Zuckerbrot und Peitsche, kann man sagen. Wir machen uns aber auch Gedanken, ob es neben den eigenen Flotten, die wir austauschen, auch irgendwelche Möglichkeiten geben kann, bei privaten Flotten nochmal einen kleinen Hinweis zu geben. Wir haben es bei unseren öffentlichen Unternehmen schon, das erste Unternehmen hat jetzt die Car Policy so umgestellt, dass nur noch rein elektrische Fahrzeuge angeschafft werden. Ich glaube, das machen nicht alle Unternehmen freiwillig, da wird noch ein bisschen was passieren müssen. Und unser Senator hat auch gewisse Anforderungen, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass er sagt, es müssen nicht alle Wege, auch nicht im Wirtschaftsverkehr, vielleicht mit dem Fahrzeug zurückgelegt werden, mit dem eigenen Fahrzeug, sondern das kann vielleicht auch noch anders gehen. So, kurzer Ausblick auch so ein bisschen auf die Diskussion gleich. Was bewegt uns in diesem Jahr und aber auch in den nächsten Jahren? Die Frage ist natürlich ganz klar, für alle unsere Modelle, die wir uns stellen, wie ist die Hochlaufkurve der E-Fahrzeuge? Da hat Johannes Pallas schon die Studie eben vorgestellt. Martin Röhmheld hatte auf seiner Folie auch drauf den Hochlauf bis 2030, wo man sieht, na, das geht vielleicht schon über die 10 Millionen hinaus. Und klar, ich habe es hier mal aufgeschrieben, der Green Deal, allein der, wenn der dann verabschiedet wird, würde bedeuten, dass die 10 Millionen E-Fahrzeuge in Deutschland gar nicht ausreichen, um den zu erfüllen.
Der künftige Model Split, wie sieht er aus im urbanen Raum? Das ist etwas, was uns ganz viel beschäftigt. Der Model Split sagt den Anteil aus der Wege, die mit dem Fahrzeug, zu Fuß, mit dem ÖPNV und mit dem Rad zurückgelegt werden. Da ist auch die Frage, wie ist denn der Peak Car irgendwann mal? Wann ist der erreicht? Kommt er 28, kommt er 32, kommt er früher? Wie schaffen wir diesen Model Split, auch die Anzahl der Fahrzeuge dann zu reduzieren? Was heute noch nicht besprochen wurde, worüber ich aber auch ganz froh bin, sind Plug-in-Hybride. Und ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig, die Übergangstechnologie hört früher auf, als manche anfangs dachten. Wir wenden uns doch eher den rein batterieelektrischen Fahrzeugen zu. Ganz wichtig unten links, wie ist die künftige Aufteilung zwischen AC, DC, HPC-Ladern? Ich denke, wir brauchen auch in Zukunft, auch im öffentlichen Raum, HPC-Lader. Insbesondere hier im urbanen Raum. Wir haben hier Wohnlagen, die keine eigenen Stellplätze haben. Die können also schon in der Nacht ihr Fahrzeug anstecken am AC-Lader. Die werden nicht, das hatten wir vorhin, in der Nacht stehen und das vom HPC-Lader wegstecken, das Fahrzeug. Da müssen wir also uns auch je nach Anwendungsfall nochmal Gedanken machen, welcher Lader ist dafür geeignet. Welche weiteren Vorgaben brauchen wir? Das GAIC hatte ich schon angesprochen. Da geht das nicht weit genug, die Regelung. Und eine Sache, da möchte ich noch darauf hinweisen. Das hatte Cem Özdemir ganz zu Anfang gesagt. Wir werden irgendwann einen Zweitmarkt haben und dann gehen die Kosten auch runter. Nun muss man aber sagen, wir haben ja erst sehr gejubelt, als der Umweltbonus verlängert wurde bis 2025. Wir sehen das an den Neuzulassungen, die gehen nach oben, das ist gut. Aber wir sind auch viel im Austausch mit Leasinggesellschaften, mit Händlern, die sagen, wenn jetzt die Fahrzeuge zurückkommen in 3 Jahren nach dem Leasing, die geförderten Fahrzeuge, wie kriege ich die denn vom Hof? Wer möchte in 3 Jahren ein Fahrzeug kaufen, was im Zweitmarkt nicht gefördert ist, was aber vielleicht nur 2.000 Euro günstiger ist als ein gefördertes neues Fahrzeug und dann auch weniger Reichweite hat? Also wir müssen uns Gedanken machen bei all der Förderung. Und wir sind als High Solutions Förderprofis und sind große Fans davon. Aber wir müssen uns auch Gedanken machen, wie schaffen wir dann den Übergang in den Markt? Und würgen wir nicht da einen Zweitmarkt gleich ab und haben dann in 2-3 Jahren von jetzt an gesehen ein großes Problem? Das als kleiner Teaser für die Diskussion jetzt. Und ich freue mich, gleich mit Ihnen allen zu diskutieren. Ja, lieber Herr Steinkamp, vielen Dank für den kühlen nordischen Blick auf das aktuelle Geschehen. Ich habe jetzt interessanterweise in meiner Redaktion 2 Kollegen, die tatsächlich in Hamburg leben. Einerseits sehr glücklich sind mit der umfassenden Ladeinfrastruktur, andererseits aber auch immer wieder berichten, dass sie eben auch blockiert ist, und zwar weniger von Verbrennern als von Elektrofahrzeugen, die dann davor parken oder eben nur so ein bisschen elektrisch fahren, Stichwort Plug-in-Hybride. Gibt es da nochmal Anpassungsbedarf in Hamburg, dass man das besser löst? Ja, guter Punkt. Also wir haben das diskutiert, als wir das eingeführt haben, die Ladestation und die Beschilderung, und haben auch diskutiert, können wir eine Beschilderung aufstellen, die es nur erlaubt, da zu stehen während des Ladevorgangs. Mal ganz ehrlich, unter uns, und wir sind von den Teilnehmern hier, wir haben uns nicht ganz getraut, weil wir uns nicht, weil unserer Ansicht nach nicht unterschieden werden kann, steckt er nur seinen Stecker an und lädt trotzdem nicht oder stellt er einfach sein Fahrzeug vor hin. Deswegen sind wir im Austausch mit der Innenbehörde dazu gekommen, zu sagen, E-Fahrzeuge dürfen da stehen, aber das Laden wird nicht vorausgesetzt. Das ist natürlich etwas, das ist unbefriedigend, und wir sind da noch im Austausch. Wir haben gerade, ich hatte es gesagt, seit letztem Jahr haben wir einen neuen Verkehrssenator. Es bewegt sich politisch einiges in der Stadt. Auch zwischen den Behörden wird sich da ausgetauscht, und das ist sicherlich ein Thema, was wir nochmal diskutieren sollten. Ja, sehr interessant. Macht ja auch jede Stadt anders. In Berlin darf ich es nur während des Ladevorgangs. Da ist es auch nochmal auf 4 Stunden gedeckelt, von 8 bis 18 Uhr. Da muss man dann auch reagieren. Neuerdings ist es ja auch die Frage, mit welcher Ladekarte lade ich denn? Weil da ist es ja auch dann gerne nochmal mit entsprechenden Blockiergebühren belegt dann im Anschluss. Also die Notwendigkeit, den Ladepunkt wieder frei zu machen, steigt ja aus vielfachen Gründen. Dass man dann natürlich davor parken darf, fördert diese Entwicklung
Entwicklung natürlich nicht unbedingt insofern. Aber ich sehe, das Problem ist erkannt. Wir schalten dann jetzt gleich auf die Podiumsdiskussion um. Ich bedanke mich erstmal für den Input aus Hamburg.